herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir kleine, leuchtende Gruselgeister basteln. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein altes Bettlaken, eine Playmobil-Figur, ein Teller, ein Edding, Sprühstärke und eine Schere. Als erstes legen wir den Teller auf das Bettlaken und zeichnen mit dem Edding einen Kreis. Nun schneiden wir mit der Schere den aufgemalten Kreis aus dem Bettlaken aus. Nun kommt unsere Sprühstärke zum Einsatz, und zwar wird der ausgeschnittene Kreis aus dem Bettlaken komplett dick und fett mit der Sprühstärke eingesprüht. Jetzt nehmt die Playmobil-Figur und drapiert das Stückchen Stoff so, wie ihr es gerne haben möchtet. So, dass es aussieht wie ein kleines Gespenst. Lasst es über Nacht trocknen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Mit einem Edding malt ihr dem Gespenst nur noch kleine Augen auf. Als nächstes steckt ihr ein LED-Teelicht unter das Gespenst und ihr habt ein kleines, schauriges, leuchtendes Gespenst für Halloween. Viel Spaß damit, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!